mehrere Ziele. Und im Pokal wollen sie sich die Euphorie und die Motivation holen. Und wenn es denn passiert, einen Großen zu schlagen, ist immer spektakulär. Und vielleicht haben wir dieses Spektakel ja nachher auch im Spiel. Vielleicht das Comeback des Jahres. Was ist hier los in der Getik Arena? Gisli Kristjansson macht sich hiermit warm. Das Champions League Finale war sein letzter Einsatz. Heißt es für ihn etwa fit machen für die Europameisterschaft? Das Comeback des Jahres. Wir haben es jetzt. Willkommen zurück, Junge, und bleib vor allem gesund. Hier haben wir es. Boah, Gänsehaut. Der Champions League Finale Entscheider mit seinen Toren. Gisli Kristjansson, willkommen zurück. Das gibt Kraft. So schwer verletzt, so viel Schmerzen, so lange Reha. Es gibt 10 Meter. Gisli Kristjansson. Er will das Tor und er macht das Tor. Gisli Kristjansson, Comeback-Tor nach dem Champions League-Finale. Das schönste Lächeln im Handball des Tages. Es waren die Gänsehautmomente heute. In diesem Pokal-Achtelfinale. Gisli, Glückwunsch zum Weiterkommen, Glückwunsch zum Comeback. Ich habe Gänsehaut gehabt. Wie war es bei dir? Die Halle hatte ich gerade eben noch mal gefeiert. Einfach unglaublicher, schöner Moment für mich. Einfach nach all dieser harten Arbeit. Ich bin einfach froh, wieder die Jungs, dass ich die Jungs helfen kann. Und ja, einfach, ja, für mich habe ich auch, Gänsehaut bekommen. Wir haben gesehen nach dem Tor, du hast gelacht. Was bedeutet denn für dich das, dass du jetzt in diesem Kalenderjahr noch das Comeback feiern konntest? Unglaublich viel. Einfach, ja, die Jungs haben natürlich eine unglaubliche Leistung die letzten Wochen gezeigt. Und ich bin einfach ja, froh und ja, super happy, dass ich ja, wieder helfen kann. Und ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich hätte nicht gedacht, dass mein erstes Tor wäre aus dem Rückraum, aber ja, war ein schöner Moment und ja, einfach fantastischer Sieg heute. Das ist ja